Ja, hallo zusammen, wir stehen hier vor dem Morgenland Offspace, meinem Wohn- und Arbeitsort, wo ich aus Abbruchmaterial von dieser Fabrik vis-à-vis zusammengebaut habe. Ich gebe euch jetzt heute eine kleine Führung. Ja, da sehen wir verschiedene Sachen aus verschiedenen Epochen. Die einen sind neuer, die anderen sind schon sehr alt. Zum Teil 20, 30 Jahre alt. Da sind wir gewissermaßen auf dem Dorfplatz. Auch da sieht man wieder verschiedene Arbeiten aus verschiedenen Epochen. Das ganze Gelände ist natürlich dauernd im Umbruch. Also, es sieht jetzt so aus, es könnte dann auch wieder mal ganz anders aussehen. Oder ein bisschen anders jedenfalls. Ja, das ist das Hotel Morgenthal. Da kann einer übernachten, der nicht heim mag. Oder jemand, wo man vielleicht ein bisschen hilft, ein paar Tage. Kann da wohnen. Da kommen wir in unsere Stube. Weil das Morgenland ist auch ein Treffpunkt von einer sozialen Plastik. Und meine Figuren geben einfach den Rahmen dafür. Es ist gewissermaßen das Bühnenbild, wo dann das eigentliche Kunstwerk erst entsteht durch meine Gäste, die dann da einfließen und dann da ihren eigenen Film, ihr eigenes Theater gewissermaßen aufführen. Das Ganze ist auch ein Recyclingprojekt, wie ich am Anfang gesagt habe. Es ist aus dem Abbruchmaterial von dieser Fabrik vis-à-vis entstanden. Ich habe dann dort auch gewohnt und habe die Balken, Bretter und Blech hier über die Straße geschleppt und habe das wieder neu zusammengebaut. Zusammen mit meinen Figuren. Dann habe ich im Frühling einen Haken gegeben. Und dann hat man dann mal müssen das terrassieren und auch Kanalisation machen. Das erste Tor. Dann ist immer wieder mal Winter geworden. Dann habe ich angefangen, hier oben die Mühle zu bauen. Oben dran war dann dort mal noch Wiese. Das hat mir eigentlich auch gefallen, wenn es so ein bisschen im Park geblieben wäre. Aber da, die Produktion geht auch im Winter weiter. Dann irgendwann mal, hat es mal so ausgesehen. Bis dann das mit dem Grenzabstand gekommen ist und dann habe ich dann da alles, was da ganz rechts ist, müssen aufeinander umbiegen und darum ist jetzt das Ganze ein bisschen höher geworden. Sie sehen da auch noch recht viele Sachen, die ich zusammengetragen habe, aus von Flohmärkten und Brockenhäusern, wo ich das Gefühl habe, das könnte da in meinen Kosmos passen. Und, das muss auch im weitesten Sinne eine positive Ausstrahlung haben. Also ich bin ja offensichtlich auch ein Vertreter von der Anti-Wegwerfgesellschaft. Ich finde, Liebe darf nicht bei Menschen aufhören oder vielleicht nur Tieren, sondern Liebe ist auch etwas, das man auch dem Material gegenüber muss zeigen oder auch der Arbeit von Menschen, die das mal gemacht haben und indem man es dann nicht fortrührt, sondern wertschätzt und vielleicht sogar noch aufwertet, einen neuen Platz in dieser Welt gibt. Ja. So mache ich das. Ja, eines Tages habe ich halt mal angefangen und dann ist es immer weitergegangen. Und dann, ja, ist das einfach so geworden. Also seit mich Kunst gepackt hat, bin ich einfach jeden Tag dran. Ah ja, von meinem Gestaltungswillen bleibt nichts verschont. Das fängt ganz unten an, bei den Schuhen. Ich mache gewissermaßen eine globale Volkskunst, die aus mir selber besteht, mal primär, wo ich Elemente von anderen Traditionen integriere, aber nie stur in dem Sinn, dass ich eine bestimmte Tradition mache, sondern es ist ein Amalgam aus ganz verschiedenen Kulturen und Religionen. Da, so Kleider, das sind eigentlich meine Erstliebe. Bevor ich so Kunst im engeren Sinn gemacht habe, habe ich schon auch Kleider gestaltet. Das ist so eine Lederjacke, die ich mal bemalt habe.
den Wert erkennen, sowohl in den Menschen wie in den Sachen. Weil niemand ist Abfall. Eben, wenn ich ja der Schatzmann bin, muss ich ja auch Schätze sammeln. Materielle, aber vor allem auch menschliche Schätze. Probiere ich da ein bisschen zusammenzubringen. Ich habe ja auch noch hier eine Schreibstube, wo ich da dran bin, mein zweites Buch zu schreiben. Und dort habe ich natürlich sehr viele Manuskriptseiten, wo einfach irgendwas steht und dann muss man das finden und zusammenstellen. Und man muss überhaupt auch neben der Sammlung auch sich selber noch können sammeln. Das ist auch eine grosse Aufgabe. Mit dem Text kann ich natürlich sehr konkret auch erklären, um was es mir geht und auch über meine Art und Weise zu gestalten aus. Also ich kann gewissermaßen das Rezept vom Denken vermitteln. Und das denke ich mir noch wichtig, weil es gibt einen Unterschied zwischen Kunstwerk und Kultur. Das Kunstwerk ist eins, es ist auch eine Dekoration oder Handelsware, aber Kultur ist mehr die Art und Weise, wie sie Sachen entstehen und wie der Mensch miteinander umgeht. Der Bürger will glücklich werden. Der Künstler will sein Werk vollenden. Einfach keine E-Mail schicken, weil das schaue ich nicht an.